Jetzt bist du bereit für das dritte Newtonsche Gesetz. Ich bin mir durchaus bewusst, dass du mit Sicherheit oder eventuell schon mal was von diesem Gesetz gehört haben willst, aber mit diesem Video möchte ich wirklich sicher gehen, dass du auch verstanden hast, was damit eigentlich gemeint ist. Hier oben haben wir es immer ausgeschrieben, die Übersetzung aus dem Lateinischen. Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus, Actio, also das lateinische Wort für Aktion. Nur um das nochmal klarzustellen, auch wenn die ganzen Arbeiten von Newton und auch von seinen ganzen Kollegen damals in Lateinisch geschrieben wurden, waren die meisten von ihnen durchaus der englischen Sprache mächtig. Wahrscheinlich war es sogar ihre Muttersprache, wie bei Newton zum Beispiel. Aber damals wurden wissenschaftliche Arbeiten einfach in Lateinisch geschrieben, weil es einfach seriöser war. Also machen wir nochmal von vorne. Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus, so wirkt eine gleich große, aber entgegengerichtete Kraft von Körper B auf Körper A. Das bedeutet, wenn eine Aktio, also eine Aktion stattfindet, folgt gleichzeitig auch eine Reaktio statt. Fangen wir doch am besten gleich mal mit dem ersten Beispiel an. Mit Beispielen kann man einfach viele, viele Dinge mal viel, viel besser verstehen. In der Physik sehr beliebt für Beispiele ist unser berühmter Block. Den haben wir hier und der steht auf einer, sagen wir mal, auf einer Eisoberfläche. Alles ziemlich abschüssig. Den machen wir nochmal neu. Am besten gerade. Also, wir haben einen Block. Schon wieder. Wir haben einen Block. Na, das geht doch. Wir haben also einen Block. Und der steht immer noch auf einer Eisoberfläche. Zack. Und ich möchte jetzt versuchen, oder was heißt, ich möchte versuchen, ich werde jetzt diesen Block, ich versuche mich mal an einer Hand. So, das ist meine Hand. Und ich schiebe den Block jetzt in diese Richtung. Und wenn ich das mache, wenn ich Kraft ausübe auf den Block, übt dieser Block gleichzeitig auch eine Kraft aus, die genauso groß ist wie die Kraft, die ich auf ihn ausübe, aber in die entgegengesetzte Richtung. In die entgegengesetzte Richtung. Beide Kräfte sind gleich groß, die Kraft, die ich auf den Block ausübe und die Kraft, die der Block auf mich ausübt. Und der Beweis, dass beides wirklich auch stattfindet, beide Kräfte, ist eigentlich relativ einfach. Dass ich eine Kraft auf den Block ausübe, sehe ich daran, dass der Block sich in die Richtung bewegt, in die ich die Kraft auf dem Block ausübe. Und dass der Block auf mich, sehe ich ganz einfach an meinen Fingern, die ein Stück weit zusammengedrückt werden. Du könntest auch genauso gut, wenn du jetzt deinen Tisch anfasst, mach das am besten einfach mal, während du das Video hörst, ich mache das auch, und du drückst dann gegen den Tisch gegen, dann merkst du ja, wie deine Hand die ganze Zeit zusammengedrückt wird. Und wenn du doll genug drückst, dann fängt der Tisch mit Sicherheit auch an zu wackeln, das lasse ich jetzt lieber. Aber eigentlich ein gutes Beispiel, das können wir eigentlich nochmal mit übernehmen. Hier ist braun. Stellen wir uns vor, das hier ist unser Tisch, auf dem steht gerade dein Computer oder womit auch immer du gerade dieses Video guckst. Und ich versuche mich nochmal an einer Hand. Und ich drücke jetzt, oder meinetwegen drückst auch du, gegen diesen Tisch gegen, in diese Richtung. Dann drückt gleichzeitig oder dann übt gleichzeitig der Tisch auch eine Kraft auf dich aus, die in die entgegengesetzte Richtung geht und gleich groß ist. Wie gesagt, du drückst gegen den Tisch gegen, er fängt an, sich zu bewegen, wenn du stark genug drückst, und gleichzeitig werden sich deine Finger zusammendrücken. Das, wenn das nicht passieren würde, also wenn das Gesetz falsch wäre, das wir hier gerade besprechen, dann müsstest du, wenn du gegen den Tisch drückst, nichts merken. Also deine Hand dürfte sich überhaupt nicht verformen oder nichts. Der Tisch würde sich zwar natürlich trotzdem bewegen, weil du eine Kraft auf den Tisch ausübst, aber deine Hand würde sich in keiner Weise verformen, verändern, sie würde einfach so bleiben, wie sie ist. Ein anderes gutes Beispiel wäre auch, stell dir vor, du bist am Strand unterwegs. Hier ist unser Sand und du hast natürlich Schuhe an, Verzeihung. Also versuche ich mich mal an einem Schuh. Das hier ist ein Schuh.
So, und während du jetzt in den Sand trittst, übst du auf den Sand eine Kraft aus, in diese Richtung. Ich denke, das ist noch das Einleuchtendste. Der unmittelbare Beweis dafür ist übrigens, dass du den Sand, wenn du ihn nach unten drückst, so stark nach unten drückst, dass er sich wahrscheinlich zu den Seiten wegdriften würde und du einen Fußabdruck hinterlässt. Also siehst du schon mal, du hast Kraft auf den Sand ausgeübt. Aber was ist jetzt der Beweis, dass auch eine Reaktion stattfindet? Also woran merke ich, dass auch der Sand, ich behalte mal die Farbe Orange bei, dass auch der Sand eine gleich große Kraft in die entgegengesetzte Richtung auf mich ausübt? Naja, das können wir am leichtesten erklären, wenn wir uns nochmal Newtons erstes Gesetz angucken. Wenn wir dem glauben, was uns der Herr Newton da erzählt hat, bedeutet das ja, dass wenn ich eine Kraft ausübe, in dem Fall nach unten gerichtet, in Richtung des Erdmittelpunkts, müsste ich durchgehend in diese Richtung beschleunigen, es sei denn, eine Kraft wirkt dieser Bewegung entgegen. Und das passiert ja, wenn ich in den Sand trete, höre ich irgendwann auf, in den Sand zu treten. Irgendwann hört mein Fuß auf, sich weiter in die Richtung des Erdmittelpunkts zu beschleunigen und bleibt stehen. Dann hebe ich den Fuß wieder hoch und laufe weiter. Das wäre der Vorgang des Laufens. Also wie gesagt, wenn das nicht so wäre, wenn der Sand keine Kraft auf uns ausüben würde oder generell der Boden auch keine entgegengerichtete Kraft auf unseren Fuß ausüben würde, würdest du mit einem Schritt, den du auf den Boden machst, theoretisch bis zum Erdmittelpunkt nach unten beschleunigen und von da aus auch wieder weiter. Aber das ist nicht der Fall, das wissen wir jetzt. Ein anderes, wahrscheinlich sogar das bekannteste Beispiel, ist die Wirkungsweise von Raketen. Ich habe hier ein kleines Bild gefunden von einer NASA-Rakete und die funktioniert ja auch nur, wie man hier so schön sieht, dadurch, dass in diesen Tanks, der andere, den sieht man jetzt gerade nicht so gut, aber ich zeige ihn trotzdem mal, in diesen Tanks ist Treibstoff drin. Irgendeine chemische Mixtur, ich wüsste jetzt selber nicht genau, was da drin ist, und diese Mixtur wird enorm, also sehr, 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 sehr stark verdichtet und dann entzündet. Und wenn sie entzündet wird, haben wir noch eine schöne Farbe, wir nehmen mal grün, wenn sie entzündet wird, dann schießt sie hier hinten mit einer enormen Geschwindigkeit raus. Also Geschwindigkeiten, die wir uns eigentlich überhaupt kaum vorstellen können. Sieht man ja auch dann, wenn du dir mal vorstellst, wie viel dieses ganze Konstrukt, das hier bewegt wird, nur durch diese beiden Düsen, wie viel das Ganze wiegt und wie schnell sich das trotzdem bewegt. Daran kann man ungefähr auch abschätzen, wie schnell hier hinten dieses Gas rausschießen muss. So, aber das Gas schießt ja nicht nur hier hinten raus. Als Schlussfolgerung davon, dass das Gas hier rausschießt, bewegt sich ja, wie das Bild auch zeigt, na, da sieht man überhaupt nicht das Grau, nehmen wir schwarz, weil das Gas in die entgegengesetzte Richtung rausschießt, bewegt sich ja unsere Rakete genau in die Richtung, in die wir sie haben wollen. Sozusagen stoßen sich diese Partikel, diese Gaspartikel, die hinten rausfliegen, einfach von den Luftpartikeln ab. Und zwar so enorm stark, dass sie dieses ganze Gebilde hier in die Richtung beschleunigen, in die wir auch beschleunigt werden wollten. Ein gutes letztes Beispiel haben wir auch noch. Stell dir mal vor, dass du gerade im Weltall unterwegs bist. Du schwebst da gerade so ein bisschen rum und wir wollen es nicht hoffen, aber wenn es wirklich mal so weit kommen sollte und du im Weltraum rumschwebst und dann deine Verbindung zu diesem Greifarm hier verlieren würdest, dann werde ich dir jetzt erklären, wie du auch wieder zu diesem Greifarm zurückkommst. Du willst ja nicht ewig im Weltall rumschwirren. Also nehmen wir mal an, die Verbindung hier wäre gekappt, zack, und du driftest auf einmal, sagen wir, in diese Richtung hier ab. Was müsstest du tun, um wieder zu diesem Greifarm zurückzukommen? Du kannst dich ja, wie man ja sieht, im Weltall ist ja nichts weiter, außer in dem Fall unserer Raumstation und uns, oder dir in dem Fall. Du könntest dich ja von nichts abstoßen. Also was müsstest du machen, um wieder zu deiner Raumstation zurückzukommen? Das zeige ich dir jetzt. Also ein sehr praktisches Beispiel, wenn du wirklich mal im Weltall verloren bist, weißt du auch, wie du wieder zurückkommst. Ich versuche mich mal nochmal daran, eine Hand zu malen. So. Das hier wird jetzt hoffentlich mehr oder weniger der
Handschuh von unserem Astronauten da. 1, 2, 3. Einen Finger brauchen wir noch. Ah, das ist ein bisschen lang geworden. So, einen Daumen noch mit dran. Sehr schön. So, das ist ein männlicher Astronaut. Der hat noch ein paar Haare auf dem Handrücken. So, du würdest dir also, wenn du jetzt im Weltall schwebst, das schwerste oder, um genau zu sein, das massereichste Objekt an dir suchen. Wie gesagt, zu dem Unterschied zwischen Masse und Gewicht kommen wir noch. Du suchst dir jetzt das massereichste Objekt aus, das du finden kannst. Sagen wir mal, er hat, oh Wunder, woher auch immer er den hat, einen Klotz dabei. Dann würdest du diesen Klotz nehmen und in die entgegengesetzte Richtung werfen, in die deine Raumstation ist. Also sagen wir mal, deine Raumstation wäre hier unten irgendwo. Hier ist deine Raumstation. Zu der willst du zurück. Also würdest du in dem Fall, ich nehme nochmal eine andere Farbe, den Klotz in diese Richtung werfen müssen, damit der Klotz eine Kraft auf deine Hand ausübt und damit ja auch auf dich selbst, die in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Und wie gesagt, wenn du wirklich mein Weltall bist, kannst du es ausprobieren und wirst dann sehen, dass das sogar richtig ist, was der Herr Newton damals schon herausgefunden hat.